Dr. Peter Fiedenbauer und der Familie Wurmwald-Sturmer. Ich begrüße herzlich meine Jurymitglieder, Professor Renzschläger, Dr. Leibniz-Mühlberger, Magister Paul Weinreich und Professor Dr. Kurt Wittheim. Ein ganz besonderes Willkommen darf ich meinen Sponsoren sagen. An der Spitze Vorsitzende der Blick-Förderungsstiftung, Frau Magister Eva Brunner-Mischer und ihren Gatten. Herzlich willkommen und danke, danke für Ihre großzügige Spende. Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, und das ist daher unser aller Aufgabe, Gewalt zu verhindern und Präventionsmaßnahmen zu setzen. Und es braucht aber dabei auch immer eine starke Zivilgesellschaft. Und ich darf daher bereits eingangs Ihnen allen meinen Dank zum Ausdruck. Kinderschutz bedeutet somit, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und für das Wohlbefinden der Jüngsten in unserer Gesellschaft zu sorgen. Die Bundesregierung und auch wir im speziellen Familienministerium haben uns sehr intensiv in diesem Jahr diesem Thema gewidmet und ein umfassendes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Erlauben Sie mir dabei, drei Themen herauszustreichen, denn ich bin davon überzeugt, dass gerade präventive Maßnahmen besonders wichtig und notwendig sind, um die Jüngsten unserer Gesellschaft zu unterstützen. Was haben wir gemacht? Wir haben zum einen einen Leitfaden für Kinderschutzkonzepte erstellt, der dazu dienen soll, Organisationen im außerschulischen Kinder- und Jugendbereich zu unterstützen, nämlich effektive Schutzmaßnahmen für Kinder zu implementieren, um Risiken zu erkennen und die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten. Zum Zweiten, wir werden in diesem Zusammenhang eine Qualitätssicherungsstelle für Kinderschutz einrichten, die die Aufgabe hat, Gütesiegel an Einrichtungen zu verleihen, um gerade für Eltern ein zusätzliches Sicherheits- Qualitätsmerkmal zu schaffen. Und eine dritte ganz konkrete Maßnahme. Wir haben in diesem Jahr einen sehr umfassenden Fördercall in der Höhe von 600.000 Euro ins Leben gerufen, um Projekte zu unterstützen, die Maßnahmen zur Prävention und zur Bewusstseinsbildung gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Fokus haben. Darüber hinaus werden wir eine Kampagne umsetzen, um gerade Kinder und junge Menschen Informationen mitzugeben, welche Formen von Gewalt es gibt, was sie dagegen tun können und wohin sie sich wenden können. Denn gerade diese Sensibilisierung ist wichtig. Und der Kinderschutzpreis trägt maßgeblich ebenso dazu bei. Und ich freue mich, dass dieser Abend erneut Best Practice Beispiele hervorhebt, um zu demonstrieren, wo gezielte Unterstützung für die Bedürfnisse von Kindern und jungen Menschen geboten werden. Thank you.
finanzielle Mittel natürlich zur Verfügung zu stellen, logistische Weichen aufzustellen, natürlich, und auch rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die effektiv auch sind und dann auch wirken am Ende des Tages. Und diese zu schaffen, um Kinderschutz zu ermöglichen und natürlich auch um Verbrechen bestmöglich auch zu verhindern. Und wir müssen auch bei der, aus meiner Sicht, bei der Strafverfolgung, bei der Strafbildung darauf achten, dass auch der Schwere der Taten und der Folgen auch, die sich für die Opfer ergeben, entsprechend Rechnung getragen wird. Und dieser politische Prozess, dieser logistische Prozess kann auch nie fertig sein, aus meiner Sicht. Der muss immer wieder an sich selber arbeiten, der muss auch immer wieder angepasst werden an die Umstände, an die sich verändernde Welt natürlich auch, und muss ständig in Bewegung auch bleiben. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt dieses Paket erledigt und jetzt reicht es mal wieder für ein paar Jahre, sondern nein, wir müssen, glaube ich, ständig an diesem Thema auch dranbleiben und eben den veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen auch entsprechend Rechnung tragen. Wenn ich dabei beispielsweise auch an die Digitalisierung denke, in dem Bereich ganz wichtig, und jetzt auch die Ehre, Digitalisierungsminister zu sein. Und die Digitalisierung bringt uns natürlich auf der einen Seite enorm viele Chancen, enorm viele Möglichkeiten auch, aber auf der anderen Seite auch die Gefahren, die man immer im Auge haben muss, weil wir wissen, dass es nicht immer nur sogenannte Hands-on-Delikte sind, sondern die Kinder auch durch anderes natürlich gefährdet und verletzt werden können. Und auf diese Gefahren müssen wir als Politik, müssen wir als Gesellschaft natürlich auch reagieren und auch die richtigen juristischen Werkzeuge entsprechend zur Verfügung zu stellen, um sie zu bekämpfen. Und gleichzeitig müssen wir auch, das habe ich schon erwähnt, ganz stark auf Prävention und natürlich auch auf Aufklärung ersetzen. Und das tun wir, versuchen wir zu tun, mit unterschiedlichsten Maßnahmen. Das Siegerprojekt in Kategorie 1 trägt den Titel Kaya Mobile Nachsorge und wurde von Magister Carina Zweiner vom Diakoniezentrum Spatzstraße Linz eingereicht. Das Diakoniezentrum bietet zwei in Österreich einzigartige sozialtherapeutische Wohngruppen, speziell für Jugendliche mit Magersucht und Essbrechsucht. Vorrangiges Ziel der 12 bis 18 Monate dauernden stationären Behandlung sind, ein positives Selbstbild zu entwickeln sowie ein symptomfreies Essverhalten wieder zu erlernen und damit ein gesundes Gewicht zu erreichen. Die Rückfallprophylaxe ist bei der Behandlung von Essstörungen ein überaus wichtiger Faktor. Zur Prävention von Rückfällen bietet Kaya Mobil zur Nachsorge eine mobile Einzelbetreuung für KlientInnen in ihrem gewohnten Umfeld und unterstützt die gesamte Familie in Form von klinisch-psychologischer Beratung und Ernährungstherapie. Bitte liebe Suizidpräventionskampagne ist das Siegerprojekt in Kategorie 2. Es wurde von Magister Andreas Prenn, dem Leiter von SUPRO, dem Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention von Altenberg, eingereicht. Die Covid-19-Pandemie brachte eine steigende psychische Belastung, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche, sodass mit einem zeitlich verzögerten Anstieg von selbstverletzendem, suizidalem Verhalten zu rechnen ist. Mit einer groß angelegten Präventionskampagne soll das Thema Suizid von Kindern und Jugendlichen enttabuisiert werden. Wesentliches Ziel ist es, mit einem breiten Maßnahmenmix auf die meist vorhandenen Signale aufmerksam und die Beratungsangebote bekannt zu machen. Mit dem Claim, ich frage nach, ich höre zu, ich hole Hilfe, wenn jemand Suizidgedanken hat, mach du das auch, fordert die Kampagne auf Signale zu reagieren und das Gespräch zu suchen. Gespräche können Leben retten. In Kategorie 3 wurde das Projekt Raupe, eingereicht von Kerin Stefanides, der Leiterin von Ladybird, dem ersten autonomen Kompetenzzentrum in Kärnten, zum Siegerprojekt gekürt. Um einen Schmetterling lieben zu können, müssen wir auch ein paar Raupen mögen, ist der Leitspruch des Kompetenzzentrums für psychosoziale und gesamtheitliche Beratung, Begleitung und nachhaltige Bildung. Schwerpunkt des Projekts Raupe ist die Förderung von Jugendlichen, welche in ihrer Ursprungsfamilie in einem sehr rigiden System aufgewachsen sind und wofür Kinder und ihre Bedürfnisse kein Verständnis vorherrscht.
Mit einem umfassenden Seminarmodulprogramm werden betroffene Kinder und Jugendliche von einem großteils ehrenamtlichen Team über viele Jahre hindurch begleitet und in ihrer Persönlichkeitsbildung umfassend und bestmöglich unterstützt. Muss kommen, will bleiben, lautet der Titel des Siegerprojekts in Kategorie 4, eingereicht von Frau Magister Judith Farnberger von der Neuen Mittelschule NMS für Musik und Ökologie in Gmünd. Kindern mit Fluchthintergrund die soziale Integration zu erleichtern, dafür setzt sich die kleine Schule im Waldviertel ein. Mittels spezieller Sprachförderung, Musik-, Tanz- und Theatervorführungen sowie gemeinsamen Kochveranstaltungen wird die Integration der vor Krieg und Krisen in Ukraine, Syrien und Afghanistan geflüchteten Kinder gefördert. Mit Einnahmen aus diversen Schulfesten werden sie gleichzeitig auch finanziell unterstützt, um an Sportwochen und Exkursionen teilnehmen zu können. In regelmäßigen Abständen finden zudem Zusammentreffen und Austausch mit den Eltern der Kinder statt. Durch eine positive, wohlwollende Atmosphäre und den nötigen materiellen Mitteln soll aus einem Muss kommen ein integratives Willbleiben entstehen. Den Würdigungspreis 2023 erhält der Dokumentarfilm Gendefekt, eingereicht von Frau Magister Monika Rammel, der Vorsitzenden von CAT6 Foundation Zebrakinder, produziert von den Filmemachern Nico Mironas und Kuno Büsel. Der Film handelt von CAT6, einer sehr seltenen Erkrankung, die durch eine umfassende Entwicklungsverzögerung oder geistige Behinderung das Leben für Betroffene einschränkt. Eine von über 7000 seltenen Erkrankungen, von der kaum jemand weiß, wenn er nicht selbst vom Schicksal berührt ist. Die meisten der betroffenen Familien kämpfen, um Wissen zu erlangen, das ihnen und ihren Kindern hilft und die Spielregeln für das Schicksal ihrer Kinder neu schreibt. In ihrem Film Gendefekt haben sich die beiden charismatischen Filmemacher weltweit auf Spurensuche begeben, um das Schicksal von Familien mit der Diagnose Denomutation CAT6 zu dokumentieren. Mit viel Feingespür gehen sie der Frage nach, was unter der seltenen Erkrankung CAT6 zu verstehen ist und was Alltag für betroffene Familien bedeutet. Gern überschätzt. Der Unterschied zwischen zwei Menschen
auf genetischem Niveau von diesen 3,3 mal 10 auf 9 basenbare DNA ist nämlich nur 0,1%. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie unterscheiden sich von Ihrem Sitznachbar oder Sitznachbarin nicht mehr genetisch-biologisch als 0,1%. Der Rest ist weg. Vielleicht möchten die einen oder anderen gerne jetzt noch woanders sitzen. Das haben wir ja vorher bei der Planung dieses Abends nicht gewusst. Aber glauben Sie, Sie können sich verteilen und Sie wollen, es bleibt immer 0,1%. Jeder Mensch ist besonders, jedes Kind ist verschieden, aber kein Mensch ist anders. Denn wenn jeder Mensch verschieden ist, wer soll dann der sein, der anders ist? Da müssen wir zwei ganz gleich sein, und wenn man den dritten sagt, der schaut jetzt wirklich anders. Aber wenn wirklich jeder verschieden ist, dann ist niemand anders. In diesem 0,1% steckt Information, eine Information, die uns Genetiker besonders interessiert, ist Veranlagung auch für Erkrankungen. Veranlagung für Erkrankungen bedeutet, fast jede Erkrankung des Menschen hat noch eine genetische Komponente. Ob das jetzt Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer sind oder Krebserkrankungen. Alles Erkrankungen, die Sie kennen, den Namen Sie kennen, den Sie wissen, dass viele vorstellen, dass viele Anlaufstellen in Österreich und auf der Welt existieren, wo man hingehen kann, wenn man diese Themen hat. Aber zusätzlich zu diesen so häufigen multifaktorellen Erkrankungen gibt es eine Unzahl von Erkrankungen, die wir Genetiker monogen nennen. Das sind Erkrankungen, Veränderungen in einem einzigen Gen dazu führen können, dass die Krankheit mit der Folgesymptomatik ausbricht. Diese Erkrankungen sind selten. Die sind sogar oft sehr selten. Aber es gibt viele. Seltene Erkrankungen gibt es 6.000, 7.000 verschiedene. Im Jahr 2016 ist Ella geboren worden, ein kleines Mädchen, das eine so eine seltene Erkrankung hat, die man unter dem CAP-6-Syndrom kennt. Wie selten? Es gibt auf dem ganzen Planeten Erde ein paar hundert Kinder, die diese Erkrankung haben. Nicht mehr. Sie können sich also vorstellen, dass die Tatsache, dass das so selten ist und die Tatsache, dass man so wenig darüber weiß, auch einerseits die Diagnosefindung erschwert, andererseits natürlich das Therapieangebot auch irgendwo erschwert und am Ende auch die Forschung dann auf vieler Hinsicht nicht so weit ist, wie sie vielleicht sein könnte, einfach aufgrund der Tatsache, weil es eine so seltene Erkrankung ist. Als dieses kleine Mädchen geboren worden ist, hat ihre Tante, von der Monika Ramalek, das erkannt. Und diese CAP-6 Foundation gegründet mit dem einzigen Ansinn, um zu sagen, das sollte mehr darüber wissen. Das sollte mehr darüber wissen, damit man bessere Angebote entwickeln kann, bessere Therapien, aber es reicht auch mit der besseren Diagnostik, mit der besseren Begleitung. Und ein Resultat aus diesem Bemühen ist ein Dokumentarfilm, der jetzt gerade erschienen ist. Unter dem Titel Gendefekt haben einerseits der Chef dieses Projekts, andererseits aber auch der Kameramann und am Ende auch die Musik, wenn man sich diesen Film anschaut, haben sie in einer besonders empathischen Art und Weise die Besonderheit der Kinder mit CAP-6-Syndrom dargestellt. Sie haben eine Reise gemacht, beginnen mit Österreich, durch ganz Europa bis nach den USA, um zu zeigen, wie verschiedenartig, wie besonders, wie individuell Kinder mit CAP-6 sind. Mit all ihren Schwächen, aber auch mit ihren Stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch meinem Fach ein besonderes Anliegen, dass Menschen sich diese Arbeit antun, so seltene Erkrankungen bekannter zu machen. Einerseits natürlich im Interesse der Patientinnen und Patienten, im Interesse der Anliegen und Sorgen der Familie, der Angehörigen, der Freunde, aber auch, darf ich das auch an dieser Stelle sagen, im Interesse der Forschung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass uns klar ist, dass hier noch so viel Luft nach oben ist, dass sehr viel geforscht werden muss.